Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space, das Remake. Und ja, wir haben in der letzten Folge wieder einiges erreicht. Wir haben die AARS-Kanonen repariert, das Verteidigungssystem der USG Ishimura. Und ja, wir haben neue Gegner kennengelernt, die, ich würde jetzt mal sagen, die Big Daddies. Ich weiß nicht, ob man das ungefähr so nennen kann, aber ja. Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Graham. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Okay. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Ja, wir wissen, dass Ziel abgebrochen. Okay, das kommt automatisch. Gut, stimmt, wir hatten ja in der letzten Folge das Thema, ja, ein neues Kapitel, ne? Und ich hatte ja in die Comments geschrieben, ob ihr wisst, ob man das nochmal wiederholen kann oder nicht. Daraufhin habe ich natürlich noch keine Antwort gekriegt, weil, ne, wie gesagt, heute ist Dienstag, der 13.8., wo ich natürlich wieder aufnehme. Und ja, mal gucken, ne, was uns noch so Schönes erwartet. Krankenstation, hier waren wir schon, ne, wunderschön. Alles mitgenommen. Das sieht soweit sehr gut aus. Genau, die AAS-Kanonen. Sehr schön. Ja, ich wollte testen, ob der wirklich tot ist. Oh, oh, scheiße, nicht ihr. Nicht ihr. Fuck. Okay, das. Okay, das wird scheiße. Oh Gott, hier sind wir jetzt gelandet. Oh nein. Ja, das passt ja super, ne? Eine neue Spezies, eine neue Art trifft ein. Dann erstmal speichern, ne? Master vor allem. Ne Master. Oh. Okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Okay, jetzt können wir wieder zu. Gut, das sind nur die Überreste, alles gut. Kann ich noch mal kurz zu Hammond gehen? Okay, Hammond ist weg. Besatzungsrig benötigt. Aber wo bekomme ich die her? Okay, hier ist nichts, da ist nichts. Okay.
Oh Gott. Gut, das war ja... Junge. Das war schön. Das war sehr, sehr schön. Ist ja so, oh Gott. Oh, Scheibe. Nein. Oh Gott. Furchtbar. Aber warum sind die so, warum ist das hier so neblig? Warum sieht das so kacke aus? Oh, guck mal, wir können kaufen. Kaufen können wir Anzug Level 3? Können wir neuer Gegenstand zum Kopf verfügbar? Super. Laserkanone. Brauche ich nicht unbedingt. Was ist das denn? Diese Zeit zu Werkbau, um den Pfad zu erkennen, einen speziellen. Also Flammenwerfer. Flammenwerfer, Action. Okay, let's go. Nice. Prioritäten setzen. Sehr, sehr schön. Ein weiteres Anzugs-Upgrade erfolgreich. Das bedeutet, wir haben jetzt mehr Inventarplatz. Ne? Was sehr wichtig ist. Ich würde sagen, ins Lager verschieben. Verkaufen. Und dann machen wir diesen hier. Zack. Ja. Okay. Okay, müsste reichen. Ne? Wir haben ein Leben. Also wir kommen klar. Hier war ich schon drin, oder? War ich hier schon drin? Oh Gott! Mann! Nein. Nein. Stirb! Oh Gott, ey, ihr Dummen. Ja, komm. Aber dass hier noch jemand drin ist. Ich meine, wir haben den Raum in der letzten Folge gut geklärt. Also dass sie sich wirklich denken, so, jo, schmeiß mal einfach mal diese komischen Viecher rein, was soll schon schief gehen, ne? Let's go. Ah, wir können zurückfahren. Sehr schön. Na dann. Auf zur Krankenstation. Hauptziel, Nebenziel haben wir keins. Abbausektor gesperrt, Maschinenraum.
Abbausektor gesperrt, Maschinenraum. Fracht-Monorail-Steuerung. Abbausektor, warum ist das Ding gesperrt? Komm, wir gehen mal. Wir fahren einfach mal hin, was soll schon schief gehen, ne? Also ich will gerne gucken, was es dort gibt. Wenn überhaupt. Wenn es überhaupt was gibt. Ja, vielleicht steht auch da Zugriff ab Stufe Meister. Aller Klassen oder so. Ja, ja, ist okay, ist okay. Oh. Oh nein. Oh nein, keine Spucker, bitte nicht. Okay. Alter, was ist das? Okay. Okay, wir können. Stimmt, warte mal, hier gibt es ja Räume, die wir nicht öffnen konnten, weil wir keine Stufe hatten. Freigabe, ne? Okay, ich, Hilfe? Okay. Ah. Alter, was ist denn jetzt denn los? Warum ist denn das hier auf einmal so heftig? Junge. Okay, wir verpieseln uns, weißt du? Ich komme später wieder, weißt du? Nee, sehe ich nicht. Ja, aber Hotti, Hotti, ne? Hotti, Karotti. Das war jetzt aber merkwürdig, dass da so viele kommen. Hast du gesagt, Scheiße, ich verliere sein Signal? Hallo?
Oh Gott. Das sieht doch schon wieder so einladend aus, ne? Ach, hier sind wir wieder, okay. Da habe ich mich gerade erschreckt. Ein Überlebender. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Nun, Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich Sie hinführen? Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche Sie selbst. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Scheiße. Okay, das sagt mir auch nichts. Das ist auch neu für mich. Ah, schade. So, jetzt kann ich da wieder reingehen. Okay. Ah. Ach, shit. Ja. Ich bin so im Eimer, ne? Ich kann nicht auf ihn schießen? Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Oh, wow. Krass. Okay, kann ich? Kann ich? Schade. Ich wollte ihm nur Erlösung geben. Aber in dem Fall sieht es eher schlecht aus, ne? Jo, ich glaube, wir... Oh ja. Kommt jetzt was? Oh Gott. Scheiße. Was ist die Geräusche? Och. Das ist auch so ein Mistvieh. Ja, ja, ja. Ach, verdammt. Okay, das ist schlecht. Das schaffen wir nicht mehr.
Das überlebe ich nicht. Ja, komm, töte mich. Komm, töte mich. Ja. So sieht es aus, wenn Tentacula einem zu nahe kommt. Weil ich könnte, theoretisch könnte ich sagen, ich verkaufe alles und behalte nur das, was ich brauche. Aber das kann ich ja nur ausrüsten. Die könnte ich verkaufen. Wie viel kriege ich dafür? Achso, ich kann die gar nicht verkaufen. Ja, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie viel Kohle habe ich jetzt genug verdient? Schade. Hätte ja klappen können. Ah, sehr schön. Upgrade. Okay, wir haben das Upgrade für Dings, wurde erweitert. Das ist schön. Plasma-Cutter. Nachladen. Und Schaden. Bam. So. Genau das, was wir wollten. Okay, und jetzt müssen wir überleben. Ach Mann, ey, das ist doch kacke. Ach da lang. Okay, also wir können nichts machen, wir sind komplett im Eimer. Ach, okay, würde funktionieren. Ach Mann. Sehr gut. Okay, Munition wichtig und richtig.
Alter, stirb doch einfach. Dankeschön. Okay, ich hoffe, er ist RIP. Okay, Daumen drücken, dass jetzt nur noch diese kleinen Viecher übrig sind. Oh shit. Scheiße. Wieso lebst du denn noch? Ich kann ja nichts machen, ne? Oder kann ich? Oh, ich kann. Cool. Okay. Es wäre so schön, wenn ich das jetzt überleben würde, ne? Aber leider überlebe ich das nicht, weil hier nämlich die Energiequelle ist. Ja, komm, mach's, tu it. Ja, okay. Okay, also wir könnten, wenn wir jetzt schnell machen, könnten wir durchrennen, das Ding aktivieren. Sehr gut. So, okay, jetzt Konzentration. Wir rennen durch, wir aktivieren das Ding. Oder nee, wir warten, bis wir genügend Dings haben und dann legen wir los. Was ist das? So. Zack, zack und Abfahrt. Okay, 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 cool. Okay, jetzt rennen wir zurück, holen das Ding, aktivieren den Batteriegedöns. Scheiße. Ja. Wo ist es? Dann wo ist. Oh Gott. Okay, gut, 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 gut. So, jetzt. Shit. So. Nicht. Och nö, willst du mir sagen, dass das Ding die Energiequelle ist? Dass ich das dahinter nicht toll. Ach, verdammt.
Okay, andere Überlegung. Wir rennen durch, sammeln. Sammeln es nicht ein, fahren mit dem Aufzug nach oben. Ja, Heilung ist okay, Heilung ist cool. Okay, jetzt habe ich zumindest die Ruhe vor den Viechern, weil die mir nicht bis hier hochkommen. Ah, oh, shit. Och nö, ich muss das hier kaputt machen. Ernsthaft? Ich muss das zerschießen, um nach oben. Achso, warte. Bam, so. Und jetzt komme ich hier durch, oder? Verstehe ich das richtig? Nicht? Oh, hi. Oh, shit. Oh, wenn das geht, ne? Okay, das hat mir jetzt was ge. Ja, scheiße. Achso, jetzt komme ich hier lang und kann das kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Hä? Okay, das war's wieder für mich. Schön. Cool. Okay, gut. Wir haben jetzt zumindest gesehen, wo. Aber kann ich vielleicht an denen vorbeirennen? Nee, Moment, ich muss ja von denen Energie kriegen. Munition und so, wenn schon, denn schon. Okay, zweimal Heilung. Schade. Gut, 13 Schuss Hammer. Ich könnte jetzt natürlich noch mal hochfahren. Andererseits kriege ich ja hier noch Stuff, ne? Also. Weil ich bekomme ja von ihm auch noch was, wenn ich ihn erledige. Oh shit. Das sind halt schon viel zu viele, ne? Ja, sind viele. Shit.
Okay, probieren und so, ne? Studieren und so, ne? Wow. Geil. Heftig? Vorführeffekt, Leute. Weißt du, die treffen und töten mich und ich kann die nicht treffen. Ach, oh, verdammt, wie viel Schuss habe ich? 5. Das wird schlecht werden für mich. Sehr, sehr schlecht. Ach, ich will nicht. Okay. Hallo? Okay. Nun. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal zurück in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht sterbe. Oh geil, ich konnte Stars auftanken. Davon, da bin ich gekommen. Wie viel Schuss haben wir? 0. Perfekt. Haben wir irgendwas Wichtiges? Heilung oder so? Nö, wir haben gar nichts. Okay. Okay, gut. Mann, Mann, Mann. Dann werden wir, ja, erstmal speichern. Und müssen jetzt auf gut Glück hoffen, dass wir es irgendwie schaffen werden. Warum? Warum? Ach nee, warte mal, ich hab doch Stars. Scheiße. Ey, wehe, das Ding ist jetzt wieder da. Okay, danke. Oh, Junge. Ich hätte jetzt so abgekotzt, ne? Keine Muni mehr, nichts mehr und dann kommt das Vieh wieder. Nee, danke. Okay, wo habe ich mein. Hab ich mein Elektroteil? Hallo? Wo habe ich die Batterie hingetan? Okay, da. Schön, schön, schön. Ihr verwandelt euch 100 pro. Was für mich bedeutet, nichts Gutes. Und wir müssen nach oben. Nee, hä?
Hier muss ich schreien, ne? Nee, hier nicht. Okay, Batterie. So, nochmal rein bitte und aktivieren. Hallo? Türen? Oh mein Gott, ernsthaft? Ist das dein Ernst? Freigabe bestätigt. Okay, ich mache einen ganz kurzen Break und bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder zurück und ich würde sagen, wir hören uns mal den Audiolog an und ja, auf geht's. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht, aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei all diesem Blut, die Suizide... Es handelt sich um eine Offenbarung, Terence. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Mr. Harris' Psyche? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Mathias jeden Besuch auf Egge 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Okay. Das war sehr interessant, sehr ausschlussgebend. Ich wette garantiert, irgendwas wird passieren. Okay. So, das waren die Aufzüge, die wir aktivieren. Hä? So, also ich muss da lang. Okay, okay. Ich finde es gut, dass hier eine Wegmarkierung ist, aber... Ach, da oben. Bam. Okay. Bitte kommt jetzt nicht mit irgendeinem Krabbelscheiß. Weil sonst bin ich wirklich RIP. Okay, da ist, scheint jemand ziemlich sauer zu sein. Ziemlich große Geräusche. Okay, wir gehen mal weiter, ne? Oh mein Gott. Nö, nö, lass mal. Textlog. Okay.
Oh, danke schön. Patientenprotokoll abgerufen. So, ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis, Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Studie? Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten und die CDC wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Verdammt, neulich, ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Regeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zeit zum Aufräumen. Zum letzten Mal. Holen Sie ein Notfallteam her. Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Okay. Das klingt ja nicht sehr erfreulich. So, was haben wir hier Schönes? Hallo. Oh, geil. Speichern. Strahlmunitionsschema, okay. Und ein weiterer Knoten, her damit. Gib, gib, gib. Wunderbar, also langsam kommen wir wieder ins Rennen, ne? Ich wollte gerade sagen, ist das eine gute Idee, dahin zu rennen, aber ja. Und das finde ich halt super. Also, ne, finde ich jetzt gut, dass man wirklich die Wege zurückgehen kann und dort nochmal alles einsammeln kann, weil man eben gerade einen neuen Rang erhalten hat. Oh, ein weiterer Knoten, Jungs. Also das dauert nicht mehr lange, dann haben wir unsere Superwaffe. Einmal Bam. Ups. Ich muss natürlich, muss ich dahin, aber... Du willst mich... Du willst mir... Okay, es ist ein Shortcut gewesen. Geil. Oh, Nicole. Oh, Scheiße. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die
Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Es muss das von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Okay. Okay, cool. Wir werden jetzt also gejagt von einem Generator. Einem Generator, der die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren. Oh, das kann ja lustig werden. Mit wie viel Schuss? 5 Schuss? Warte mal, haben wir noch Kohle bekommen? Also wer, der kommt jetzt hier rein. Wer, der kommt jetzt im Safe Space. Dann gibt es aber einen auf die Omme. Wir können Munition kaufen. Geil. Wie gesagt, mir ist alles egal. Ich will Muni haben und gut ist. Mal kurz speichern. Und weiter geht's. Lalala. Ja. Nein. Scheiße, wo ist er? Mann, nimm das Ding jetzt. Scheiße, warum kann... Ah! Ach nö. Ach nö. Nö, 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 nö. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich kann auf ihn schießen. Das bringt mir aber nichts. Ich kann... Ah. Nein, scheiße! Nein! Nein! Ich habe die Muni weggeworfen. Oh mein Gott.
Gut, das wird schwierig. Ach, verdammt. Kann ich? Oh, das geht. Einfach im Vorstuhl rein. Es war nicht richtig. Es war nicht richtig. Ach, come on. Aber bin ich da vielleicht safe? Im Fahrstuhl vielleicht für ein paar Minuten? Ups, das ist peinlich. Ja. Jetzt kann ich das auf einmal in die Hand nehmen. Okay, wo muss ich hin? Natürlich. Wait. Habe ich sie jetzt kaputt gemacht? Oh, geil, ich hab's putt gemacht. Das ist jetzt komplett ich lade noch mal neu. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. So, ich teste jetzt einfach mal. Wenn ich es dadurch trigger, dass der Dude nicht kommt. Das wäre halt zu witzig.
Okay. Mein Gott, du Kackvieh. Oh. Freigabe bestätigt. Yay. Geil, neues Spielzeug. Oh, das ist auch eine geile Waffe. Okay, cool, wir haben es einfach geskippt, den Boss oder den Gegner. Aber nicht für lange, ne? Ja. Komm weg, 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 weg. Okay, ist mir egal, ich renne jetzt erstmal durch und versuche dann in Ruhe die Sachen zu lösen. So, jetzt zum Beispiel. Okay, machen wir gleich. Verdammt. Aber okay, wir haben ein Achievement bekommen. Wir haben ein Achievement bekommen. Und das ist schon mal was Wichtiges. Aber ich glaube, wir kommen eh hier wieder lang. Also können wir erstmal da lang gehen. Ja. Okay. Come on. Wer ist da? Hä? Oh Gott, Moment, ich kann helfen. Was? Nicht mir. Retten Sie die Hydrostation. Hier sterben alle. Die Luft ist Gift, aber es ist noch Zeit. Ihr Enzym funktioniert nicht. Sie braucht nur flüssigen Stickstoff. Retten Sie uns. Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation. Wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren... Wir können es wohl reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt es auf dem Ziel übrig. Ich lasse den Weg ins Kino frei. Sorry. Protokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja? Na, oh, geil. Ach, scheiße. Okay, jetzt wird's witzig. Wegen Ihnen muss ich meine Forschungsobjekte liquidieren. Schaff auf dem Deck. Das muss doch. Hier, am Sicherheitscheckpoint gibt's eine Notentlüftungssteuerung. Okay, ich sperre ihn auf.
Das sagt mir gerade gar nichts. Finde ich gut. Wieder ein neues Ereignis, was ich so nicht kenne. Also von der Aufmachung her nicht kenne. Oh, fuck. Ja. Das war klar. Ja, ja, komm. Oh, shit. Achso, hier. Okay, dankeschön. Ne, warte, wir brauchen Muni. Muni ist immer wichtig. Einmal geht immer. So. Ach, willkommen zurück. Hä? Ach. War ich hier schon mal? Okay, wir folgen mal der Karte Flüssigstickstoff. Oh, ganz wichtig. Sehr schön. Oh, Scheiße.
Ich muss wieder zurück. Ah, okay. Sieht halt auch sehr freundlich aus hier, ne? Okay. Hallo. Ach, nö. Was? Hä? Moment, war ich hier schon mal? Nee, oder hab ich das übersehen? Ist mir egal, ich nehm's mit, ne? Alles, was man kriegen kann, sollte man auch mitnehmen. Ich weiß nicht. Ach, guck mal hier, Level 1. Okay. Hier lang, genau. Schwerelosigkeit deaktiviert. Okay. Das klingt nicht sehr erfreulich. Nun, sind alle tot. Das, ja, ist doch schön, ne? Jetzt haben wir Ruhe. Warum kann ich jetzt wieder da lang gehen? Nein! So, jetzt kann ich hier lang. Moment, Stufe 3 bin ich nicht, ne? Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Cool, da sind wir einmal im Kreis gelaufen. Schön. Stufe 3 erforderlich.
yeah, baby. Oh yeah. Unsere Rückkehr wird wahrhaft göttlich. Selbst sie verhindern keine Konvergenz, die durch die gesamte Bevölkerung der Erde ausgelöst wird. Wenn sie die Dinge auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Nur für die Ungläubigen. Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Mit oder ohne sie. Aber sie haben sich wohl schon entschieden. Oh Gott. Okay, das ist neu. Was? Nein! Scheiße! Why? Oh, geil. Ach nö. Verpiss dich. Nein. Nein, komm, komm, komm. Ach nö. Warum sind das so viele? Zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Nice. Wahre Gläubige. Abgeschlossen. Gewebeprobe. Eine Gefahr für die Umwelt. Okay, cool. Okay, neben mir zum Freund. Die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Verstanden. Und ja, das ist halt wieder, ne, eine Sache mit dem Thema Wissen.
Weil für die, die sich wundern, warum ich den jetzt so schnell erledigt habe. Einerseits, man kennt das aus anderen Spielen, ne, wo man halt so einen übermenschlichen Predator, ich sag's jetzt mal so, töten muss. Und auf natürliche Weise funktioniert es nicht, deswegen kriegen wir Kopfschmerzen, geil. Ich will nicht, ich will, kann ich irgendwo hier speichern? Kann ich speichern? Dankeschön. Ja, wie gesagt, ne, man kennt das aus anderen Spielen, wo man eben den Gegner, so eine Art von Gegner, nur mit besonderer Weise erledigen kann. Und ja, das war auf jeden Fall mal wieder eine sehr spannende Folge, muss ich zugeben. Ich bin sehr überrascht, dass wir es trotzdem geschafft haben, trotz der Munitionsprobleme, die wir hatten, dass wir uns relativ gut durchgeschlagen haben. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gerne ein Like lassen, einen Kommentar. Gerne noch dazu schreiben wegen dem Thema Nebenmission. Was passiert, wenn die abgebrochen sind? Kann man da irgendwas machen? Oder, ne, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, nächste Woche dann wieder. Und bis dahin erstmal. Tschüss.